Dann machen wir mal die Musik hier wieder an. Ich hoffe sehr, dass das Spiel nicht irgendwie allzu laut ist, weil ich hatte da schon gewisse Problemchen. Bild an. Hallo? Bild? Bild? Warum bist du nicht gekommen? Hallo? Okay, dauert klein wenig. Bild? Ah, hey, da bist du ja, Bild. Moinsen allerseits. Ach ja. Ich habe ein klein wenig was übrigens an der Cam hier verändert. Ich habe den klein wenig höher gemacht und ich habe... Wo ist meine Hand? Ich habe nach oben mehr Bild und ich habe... nach dahingehend mehr Bild. Habe ich mal ein bisschen umgeschnitten, das Ganze. Einfach damit ein bisschen da irgendwie mehr zu sehen ist, weil ich immer irgendwie gedacht habe, so, warum zum Geier sehe ich teilweise irgendwie so aus? Weißt du? War irgendwie ein bisschen komisch. Ich habe das irgendwann einfach mal ändern wollen. Ich wollte eigentlich auch nach da unten mehr Bild machen, aber dann hätte ich quasi Mikrofon irgendwie so gehabt oder so und das wollte ich nicht. Kurz wieder hinstellen, wo das mal vorher war. So. Na gut. Lass mich mal ganz kurz eine Sache ausprobieren. Hier nochmal mit der Grafikeinstellung. Ich dann aber direkt wieder auf das einstelle, was ich vorhin hatte. Oh ja, tatsächlich. Ha, interessant. Ich hatte nämlich gerade, als ich das Spiel nämlich als ich den Stream gestartet hatte, ein bisschen blöd aus der Wäsche geguckt, weil ich mich gewundert habe, warum zum Geier ist jetzt auf einmal der PC so komisch am reagieren, so langsam, und habe dann in den Taskmanager geguckt und plötzlich GPU ist auf einmal bei OBS, merkwürdigerweise, bei 100%. Da dachte ich mir kurz, was zum Geier spiele ich hier gerade wieder Dingensbums? Dragon's Dogma 2? Weißt du? Weil wenn er... Der PC kann das vielleicht handeln, aber was der PC handeln kann, muss nicht automatisch auch OBS handeln können, weißt du? Naja, gut. Machen wir mal Showgunners, ne? Ist wohl eine Art Taktikspiel, also grob ähnlich wie XCOM, nur halt eher weniger komplex, also sowas, dass du irgendwelche Sachen aufbaust und so weiter und erforscht und so weiter. Das hast du jetzt hier nicht unbedingt und was ich immer wieder mal irgendwo in Reviews gesehen hatte, Leute vergleichen das so ein bisschen wie eine Art, oder nee, nicht vergleichen, meinen quasi so ein bisschen, okay, das Spiel ist irgendwie so, als würdest du Running Man, den Film, haben und würdest daraus eine Art Spiel gemacht haben. Nur halt jetzt natürlich mit komplett anderen Charakter und etwas anderem Setting, aber quasi, ne, du hast dann scheinbar auch wohl irgendwelche komischen Psychopathen oder was weiß ich was, die einen hier umbringen wollen, während scheinbar wohl, ich denke mal, die hier, die beiden, die man hier sehen kann, wohl eher freiwillig oder unfreiwillig daran teilnehmen und irgendwie überleben wollen. Das ist nur eine Vermutung, aber scheint so ein bisschen, ne? Gut, Iron Man? Achso, das ist Permadeath, ne? Okay, ja, ganz einfach will ich garantiert nicht. Will ich jetzt erstmal... normal oder schwer? Ich kann bestimmt speichern, ne? Die Spieler, die rundenbasierte Taktikspiele kennen, die Spielmechaniken müssen zum eigenen Vorteil eingesetzt werden. Ja, das ist eigentlich immer der Fall. Machen wir mal schwer. Wird bestimmt schon nicht so schief laufen, oder? Ich meine, es ist ein kürzeres Spiel, von daher. Ich hoffe mal, dass der Sound okay ist, weil ich hatte da echt da Probleme gehabt, das hier einzustellen, weil das Spiel halt einer Art und Weise irgendwie richtig ist jetzt mit der Einstellung und gleichzeitig wirkt das Spiel irgendwie, als wenn es falsch eingestellt wäre. So wie jetzt, jetzt ist es merkwürdig laut. Wait, I don't believe it. She's moving. I'm not sure I've ever seen a contestant with more pure grit than this. But she's hurt. Bad. How
How much longer can Scarlet last? Not sure she wants to hang around those explosive barrels for too long. Okay. Oh, what the? Oh, any one of those barrels could finish her off. She has got to keep moving. Ah, okay, eine kleine Sache will ich wegmachen. Falls ich das wegmachen kann. Oder machen wir eine niedrige? Manchmal kann es ganz gut sein, wenn es eine niedrige zumindest ist. Ich muss das gerade mit WASD steuern? Upp, das war gerade komisch. Wir reden von Homicidal All-Stars in voller Fallen. Um die Fallen vor dir zu entschärfen, geh vorsichtig auf sie zu und drücke auf F oder linke Maustaste. Vorsicht, es gibt viele Arten von Fallen. Wie sie funktionieren, musst du selbst herausfinden. Spotted the trap in time. Ja, nachdem ich gegengelaufen bin. das ist, glaube ich, eine Druckplatte. Ah, bin mal lieber dran vorbei. Suche nach Objekten und Charakteren mit einem blauen Umriss. Nähere dich ihnen und drücke auf linke Maustaste F, um mit ihnen zu interagieren. So wie zum Beispiel mit dem Terminal hier oder was. A healing station. Scarlet's luck may have finally turned around. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur das Game ist oder ob das noch an den Grafikeinstellungen liegt. Right in front of the healing station. Abschaum, schießwütig und mörderisch. Er ist der Todeszelle entkommen, um noch mehr zu töten. Okay. The defenders couldn't have caught Scarlet in a more vulnerable position. Okay, und jetzt fängt dann das Taktikspiel an. Okay, du hast dann also so eine Art Mischung aus... Wie kann man das sagen? Du spielst außerhalb der Kämpfe scheinbar wohl... Wie als würdest du ein... Keine Ahnung, was nehmen wir jetzt? Als würde man ein Adventure-Spiel nehmen, sagen wir mal so. Wo ich dann eigentlich sagen würde, okay, ich nehme lieber Controller. Weil sowas würde ich nicht auf dem Computer... mit Maus und Tastatur spielen, überhaupt nicht. Aber das wird scheinbar wohl nur für bestimmte Passagen wohl dann wohl verwendet, während dann Taktik dann ganz normal mit Maus machen kannst. Na gut, Aktionspunkte bewegen und Aktionen erfordern Aktionspunkte AP. Wenn die Aktionspunkte aller ihrer Charakter aufgebraucht sind, endet dein Zug. Okay. Das sind wohl dann die drei? Ne, das ist Munition. Wo genau erkenne ich... Was ist? Ja, werden wir gleich bestimmt sehen. Deckung und Trefferchance. Geh in Deckung, wenn du kannst. Dadurch ist das Risiko, getroffen zu werden, deutlich kleiner. Es wirkt auch für Feinde. Bewege deine Charaktere, damit sie freie Sicht haben. Tipp, bewege den Indikator über der neuen Position, bevor du einen Charakter bewegst. Die Trefferchance von der neuen Position wird dann über den Feinden angezeigt. Es sei denn, du spielst XCOM. Dann ist es vollkommen egal, ob du 90% hast, 100% oder 4%. Du wirst den Gegner so oder so nicht treffen. Charakter bewegen, Aktionen, aha. Okay. Ich hoffe, dass die Lautstärke okay ist. Ich werde das später mal sehen. Mir mal kurz anhören, um zu schauen, ob das in Ordnung ist. Kann aber sein, dass bestimmt in Cutscenes oder so das ein bisschen laut ist. Weiß ja gar nicht warum. Achso, rechte Maustaste. Klicke auf die Schießenfähigkeit und bestätige das Ziel. Tipp, du kannst auch einfach auf einen Feind draufklicken. Ach. Lass mich mal raten, das hier ist quasi Overwatch, wa? Okay, warte mal. Das ist Nachladen, das ist Nahkampf, das hier ist
Keine Ahnung. Ich vermute mal, dass eins von diesen beiden, entweder das Auge oder das hier, sowas ist wie, okay, ich bleib in Deckung, aber sobald der Gegner irgendwie in Sicht ist, schieße ich auf den. Kann ich mir zumindest denken. Wo sehe ich denn AP? Basistrefferchance, effektive Reichweitenbonus. Ich schieße einfach mal. And she hits her target. The scum finds some cover of his own. Staying in cover pays off for Scarlet. War ich da überhaupt in Deckung bei denen? Glaub nicht. Oh. Wie das einfach mal plötzlich kommt und dann gar kein Sound mehr da ist. Eine Bewegung im blauen Bereich kostet 1 AP. Eine Bewegung im gelben Bereich kostet 2 AP. Scarlets einzigartige Fähigkeit Angriff erlaubt es ihr, sich für 2 AP zu bewegen und zu schießen. Das ist sehr nützlich in Situationen, in denen eine günstige Schusslinie außerhalb ihrer normalen Reichweite ist. Okay. Das ist dann das da oder was? Okay. Das ist dann also der Special Move oder was? Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, was hier genau AP ist, weil ich nicht das sehen kann. Das da unten, was sich verändert hatte, das ist die Munition. Ich sehe leider immer noch... Ach so, warte mal, die Pfeile, ne? Diese Pfeile, die man hier sehen kann, das ist scheinbar wohl... Warte mal ganz kurz, kann ich das wegmachen? Okay. Die Pfeile, die man hier sehen kann, das ist wohl AP, wa? Ah, ja, okay, jetzt sehe ich das. Jetzt sehe ich das. Wenn ich hier in dem blauen Bereich bin, habe ich nur einen dieser Pfeile. Wenn ich hier in dem gelben Bereich bin, habe ich zwei dieser Pfeile. Okay, jetzt haben wir dazugelernt. Hä? Scarlet shakes the cobwebs and shows off her speed. Okay, irgendwas ist... Ist das das Spiel oder was ist das? Deine Fähigkeit ist jetzt im Cooldown. Du darfst sie erst nach der auf ihrem Symbol angezeigten Anzahl von Spielzügen wieder verwenden. Feinde werden ebenfalls versuchen, dich zu flankieren. Verwende Überwachung. Scarlet schießt während ihres Zuges auf alles sich bewegende, auf alle sich bewegenden Feinde in Reichweite. Okay, das hier ist Overwatch. Dachte ich mir schon. Setting up an Overwatch. Ich weiß nicht, ob das jetzt etwas vom Spiel ist, dass manche Sachen quasi, weil, okay, hast noch nicht gesehen, muss erstmal geladen werden, bla bla bla, und dann kommt es dann mal kurz zu einem Art Standbild-Ruckler oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob das dann am Spiel liegt oder auch an den Einstellungen. Ich glaube jetzt mal nicht, weil die sind jetzt auf Hochreiz eingestellt und das Spiel läuft bei mir eigentlich einwandfrei. Also, ich vermute mal, dass es vielleicht einfach das Spiel ist. Ich kenn's von WoW her. Von WoW, wenn ich da mal einen neuen Grafiktreiber hatte. Da kam es dann auch vor, dass erstmal Sachen nicht so hundertprozentig liefen, wie man gerne es hätte. Und erst im Verlaufe der Zeit, nach und nach, ist dann alles wieder ganz normal am Laufen gewesen. Warum soll ich dann da hinten hingehen? Du hast keine Munition mehr, nutze Nahkampfangriffe, um den letzten Feind zu treffen. Es ist ein schwacher Angriff, aber ein garantierter Treffer. Das Ziel muss innerhalb deiner Bewegungsreichweite sein. Ach so, okay, ich soll... Ach so, okay, ich dachte, ich tue jetzt einfach nachladen. Okay. Just incredible. Scarlet deals with the ambushers despite her weakened state. Der Typ hier oben wird nicht auf Dauer nervig sein. Was ist das? Das ist Erfahrungspunkte, Moneten und das ist hier, ich würde mal sagen, Ruhm. Oder so ähnlich. Eine Frag-Granate. Schlacht-Highlights. Ein Feind mit einem Nahkampfangriff töten. Ha. Okay.
Wird schon irgendwie toll sein, hoffentlich. Oh. She can finally make her way to the healing station. Verwende die Heilstation, um die LP deines Charakters wiederherzustellen. Die Menge an LP, die von einer Station wiederhergestellt werden kann, ist begrenzt und wird auf dem Bildschirm angezeigt. Also gibt das mir jetzt gerade 15 HP wieder, okay? Das ist ein bisschen komisch, dass man da quasi von einem Moment auf den nächsten dann auf einmal sich so bewegen kann, weißt du? Nicht schlimm, aber halt unüblich. Much better. To get her through the rest of tonight's episode. Manche Sachen wirken echt doch ein bisschen laut, weißt du was? Vorsichtshalber. Drücke Umschalttaste links, um zu sprinten. Achte auf deine Umgebung und passe deine Geschwindigkeit entsprechend an. Ah, muss ich aber gedrückt halten, okay. Kann ich da beim Untertiteln noch was einstellen? Untertitelgröße. Ah, schade, okay. Ich wollte gerade gucken, ob ich hier Dingensbums, diesen Hintergrund vielleicht ein bisschen stärker ausgeprägter. Mann, ich um meine Worte. Dass der Hintergrund ein bisschen stärker ist, damit man da vielleicht dann das ein bisschen besser erkennen kann, wenn das mal auf einem hellen Hintergrund ist. And she's past the fire trap. Manson's back on the field. Scarlet could learn a thing or two from this veteran contestant if she's able to stay alive long enough. Red? Where the fuck were you? I turned around and you were gone. What did I tell you about sticking close? Lesson learned. Believe me. Should fucking hope so. Jesus, you look like shit. You okay to fight? Always. All right. Combat arena's next, tough gal. You take point this time, so I can't lose you again. Ein bisschen leise wirkt das gerade, kann das sein? Ah, okay, du latscht mir hinterher. Ah ja, das eine heißt tatsächlich Ruhm. Was ist denn Ruhm? Was ist denn da? What? Ach, das sind, warte mal, sind das irgendwelche Firmen? Ach, Sponsor, okay. Walmart. Erschwingliche Waffen gleich um die Ecke, Ruhmstufe, erhalte 3 Splittergranaten. Oh. Okay, die haben je nachdem irgendwelche kleinen Vorteile. Nett. Fähigkeitenpunkte, Waffe, Implantat. Pack ich mal die Granate da rein. Oh! Cool! Nett! Wird dafür die XP benötigt oder. Ah ne, die Fähigkeitenpunkte. Okay, wo. Warum. Okay, die XP sind automatisch da drin. Was? Der ist Level 7? Cheater. That station must be a sight for sore eyes at this point. Was ist das? Munition? Nee. Ah, ich kann mir Sachen kaufen, okay. Ich kann auch spenden, aber das kann ich wohl jetzt noch nicht, so wie das aussieht. Medikit kann nie verkehrt sein, würde ich sagen. Kaufen wir mal 2.
Medikit kann nie verkehrt sein. Can I have an autograph? Go ahead, sign it. Gotta start building your brand. Ach, ich soll jetzt... Ich soll jemand ein Autogramm geben, okay. Hi, can I have an autograph? Sure. What would you like me to write? Oh, just whatever your name is. Wie auch immer dein Name ist, okay. Danke, dass du ein Fan bist, alles Liebe, Scarlett. Ich heiße Scarlett, du Arschloch. Jane Doe. What? Ich bekomme entweder, weiß nicht, Freude, Ärger oder Humor? Na, machen wir das. Hey, look at this. I got Jane Doe's autograph. Werde ein Star, gib Autogramme, erhalte Ruhmpunkte, sichere dir Sponsoren auf dem Ruhmbildschirm. Achtung, einige Sponsoren haben bestimmte Persönlichkeitsanforderungen. Schau sie dir an, plane im Voraus und handle entsprechend. Hinweis, mit einer spektakulären Kampfleistung kannst du dir sicher Ruhm verdienen. Okay. Also haben die... Okay, schön? Komisch. Übermütig. Arschloch. Arschloch ist ein Charakter. Okay, cool. Ha. Huh. Und, mit der Unterzeichnung dieses Sponsoring-Vertrags lehnst du alle anderen Sponsorings für diese Ruhmstufe ab. Also ich könnte jetzt warten, damit ich nochmal schön kriege. Damit ich drei Splitterbananen, wollte ich sagen. Drei Splitterbananen. Ich will mal... Die kriegst du bei der Eisdiele. Drei Medikits oder mal eben 1000 XP bekommen. Ich glaube, 1000 XP ist in dem Fall eigentlich das Beste, was man nehmen kann, weil der Rest ist ja, ne, den kannst du kaufen. Nehmen wir die XP. Unterschreibe deinen ersten Sponsoring-Vertrag. Geil. Ach, aber ich habe trotzdem kein Level Up, verdammt. Oh, okay. The challengers are gearing up for tonight's main event. As always on the show, the deadly defenders they'll be facing were selected from the most violent inmates across the country. Are Scarlett and Marty up to the challenge? Okay. Ich schätze mal, die man könnte wohl andere Charakter haben, aber dann gibt's wohl welche, die wohl benötigt werden oder was? Verstehe. Du hast ein Medikit und eine Frag-Granate. Du hast das. Ich kann mir die Gegner angucken, oder was? Einige Waffen sind besonders stark gegen bestimmte Rüstungstypen. Wähle deine Ausrüstung auf Basis der feindlichen Rüstungstypen aus, um möglichst schlagkräftig zu sein. Kevlar-Rüstung. Schießt gerne auf Leute, aber nicht besonders gut. Was genau macht Kevlar-Rüstung? Ist einfach Rüstung, wa? Na gut, dann rein da. Abschaum und noch irgendeine Nase. Staffelpremiere. Will the challengers survive what's in store for them? One thing's for sure, it's gonna be bloody. Ah, die Hänger habe ich gerade im Spiel bemerkt. Wieder. Schätze mal, das ist wirklich einfach das Spiel, das manchmal einfach Sachen irgendwie kurz lädt und weil die zum ersten Mal gesehen worden sind, braucht es eine Sekunde oder so. Hat zumindest gerade die Vermutung. So habe ich gerade die Vermutung. Ja, passt schon. Müsste ja eigentlich besser sein, wenn ich mit Scarlett hier hingehe, ne? Ja, genau, 100%. Latsch mal dahin. Hopp, da. Wie viel Schaden macht das? 6 bis 8.
Das war dein Special, glaube ich, gewesen. Ich könnte aber auch überwachen machen. Weil der wird sich hundertprozentig wegbewegen, oder? Sehr wahrscheinlich. Ich meine, in der Sekunde, wo der seinen Fuß woanders hin bewegt, ist er... kriegt er Schaden. Allerdings könnte ich auch genauso gut einfach Damage drauf machen, also... Aber sehen wir als nächster dran... Ah, wobei, ich glaube, das wird so sein, dass quasi... Erst bin ich dran und dann wird der Gegner dran sein. Dann werde ich wieder dran sein, dann wieder der Gegner. Also wenn ich meine Charakter durchhabe, dann kommt dann der Gegner wieder. Würde ich jetzt mal vermuten. Ups. Genau. Dachte ich mir, ja. Heilt den ausgewählten Charakter vollständig. Entweder... Voilà. Entfernt Dot-Effekte, heilt keine mechanischen Einheiten, kann einmal eingesetzt werden. Mechanische Einheiten? Kriege ich ja auch noch einen Terminator oder was? Oh, du machst 10 bis 12. Okay, der ist jetzt weg vom Fenster. Das wäre eventuell bei ihm hier dann. Wobei, vielleicht auch nicht. Wait, das ist deine Overwatch-Range? Das heißt ja, er hier ist ja voll sicher. Martin McFly hat einfach mal überhaupt kein Problem, da oben zu stehen. Super. Ich weiß nicht, ob ich da noch in Deckung bin. Gehen wir einfach mal dahin. Nicht die Person ist das Wichtigste, die Knarre ist es. Ein Bastard mit Schwert, halte Abstand oder werde aufgeschlitzt. Okay. Hä? Achso, weil ich die Maus da unten hatte, deswegen ging die Kamera gerade dahin. Hab mich gerade gewundert, hä? Was ist denn jetzt los mit der Kamera? Ich frag mich, ob es irgendwelche Sachen gibt, die man aufsammeln kann oder als Nebenaufgabe hat oder so, die man dann erledigen soll, um dann noch mehr Ruhm zu kassieren oder vielleicht auch Dingensbummens, Erfahrungspunkte. Ich hoffe mal, dass ich da safe bin. Ja, und du musst leider nachladen. Bah! Ach, kommt Verstärkung? In 3 Runden, wa? Würde ich jetzt mal vermuten. Was ist das da für ein Buff? Schwert ungeschliffen. Kann einen mächtigen Nahkampfangriff mit seinem Schwert ausführen. Okay. Gibt's da noch mehr, was ich da lesen kann? Achso, da kann ich auf... Achso, Details aus und an. Okay. Ich würde höchstens weiter zurückgehen. Und weiter überwachen. Für eine Runde zumindest. Lass mich raten, der kommt nicht hin. Ah, okay, doch. Der ist so deppert und kommt dahin. Wow. Die Challengers können diese mobile healing stations nutzen.
courtesy of Omega Corporation, to patch themselves up during combat. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der so eine Range hat. Damit habe ich nicht gerechnet.